Also, wenn wir einen Blick versuchen zu werfen auf diese Aufgabe 5, ich versuche nochmal kurz zusammenzufassen, was jetzt hier so gegeben ist und mal nebenbei gleich eine kleine Skizze, dass man sich da vielleicht ein bisschen was drunter vorstellen kann. Also, wir haben zwei Leitungen, ja, die male ich jetzt mal so als so Zylinder. Die sind also die haben eine bestimmte Länge. Die zeichne ich mal hier so an der Seite dran. Und die Länge steht hier oben, sind 2,5 Meter. Boah, bisschen größer als ich, kann man sich irgendwie was drunter vorstellen. Und die haben auch einen bestimmten Abstand zueinander, nämlich 10 Zentimeter. Ja, und 10 Zentimeter können wir uns auch alle was drunter vorstellen, so eine Handbreit ungefähr. So, und durch diese beiden Drähte oder Kabel oder Leitungen fließt jetzt ein Strom. Steht da was zu der Richtung der Ströme in der Aufgabe? Nö, dann können wir ja mal annehmen, dass die Ströme beide in die gleiche Richtung fließen. Und die Ströme heißen I1 und I2 und die sind beide gleich groß, nämlich 10 Kiloampere. Ja, Ampere ist die Einheit von der Stromstärke, das werden wir später nochmal irgendwann in der Lehrveranstaltung besprechen. So, und jetzt kann man sich erstmal so fragen, 10 Kiloampere, sind das viel, sind das wenig? Das sind schon ziemlich viel, ja. Also wenn man jetzt hier draußen vorm Gebäude fährt, ja eine Straßenbahn lang, eine Tram, die hat auch ein Fahrdraht oben, wo die ihre 600 Volt Spannung abgreift und eben Strom. Und bei einer Straßenbahn, wenn die Straßenbahn anfährt, braucht die so vielleicht 1 Kiloampere, vielleicht ein bisschen mehr, wenn die voll beladen ist. Also 10 Kiloampere ist schon ganz ordentlich. Das wären so 10 Straßenbahnen oder 5 oder so, die da gleichzeitig anfahren. Ja, und 10 Kiloampere wäre mal ein handelsüblicher Blitz, vielleicht, wenn man so sagen würde, ne? Also starke Blitze können wir auch noch vielleicht bis zu 100 Kiloampere haben, aber 10 Kiloampere wäre ein ganz ordentlicher Blitzstrom, der irgendwo fließt. So, und dann haben wir in der Aufgabe noch dieses Mü hier gegeben. Also das ist dieses Uartige, ist ein kleines griechisches Mü. In der Aufgabe steht da vielleicht noch 0 dran als Index. Und das hat laut Aufgabenstellung auch den Zahlenwert 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7. Und die Einheit hier sind dann das große V, werden wir auch sicherlich noch ausführlich diskutieren, ist ein Volt, Voltsekunden. Das hier unten ist das gleiche Ampere wie da hinten, Amperemeter. So, und dieses, weiß jemand, was das μ 0 ist? Oder was das μ ist? Also, oder was das für eine Größe ist, was das μ in diesem Zusammenhang ist mit diesem Zahlenwert hier? Das ist die sogenannte Permeabilität oder magnetische Feldkonstante. Und das Null sagt eben, das soll das in Vakuum sein oder eben in Luft, ja, also nicht in irgendeinem anderen Medium. Ja, und die hat eben diesen Zahlenwert. Und in der Aufgabe steht dann, ist gleich. Ich habe jetzt mal hier ein ungefähr hingeschrieben. Letztendlich ist das vollkommen egal. Also, aber früher, also vor 4, 5 Jahren, also vor der Neudefinition der SI-Basiseinheiten, war das μ 0 mal wirklich exakt festgelegt als 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Ampermeter. Ja, wie so eine Naturkonstante einfach hart festgelegt, so wie auch die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum festgelegt ist. Und da haben wir das Ampere. Das können wir gleich noch diskutieren, genau über solche Anordnung da definiert. Und mittlerweile hat man aber das Ampere festgelegt über die Elementarladung. Also, ne, ein Ampere sind dann eben so und so viele Elementarladungen, die in einer bestimmten Zeit fließen. Und Zeit, Sekunden sind festgelegt, so über Schwingungen von einem Atom, atomuhrmäßig. Naja, und seitdem ist das wieder eine Größe, die man messen muss, die man bestimmen muss mit einer bestimmten Messunsicherheit. Und deshalb, ja, ob man da jetzt aber exakt oder ungefähr hinschreibt, ist im Prinzip jetzt, sagen wir mal, aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht ziemlich egal. Wenn man Physiker, Physikerin ist, dann macht das vielleicht einen Unterschied. So, und ja, also. Das ist unsere Anordnung, Strom durch den einen Draht, Strom durch den anderen Draht. Und das, was jetzt hier passiert, ist,
was man vielleicht aus dem Physikunterricht mal irgendwann kannte, das sogenannte Biot-Savart-Gesetz. Das spielt jetzt für die Aufgabe in dem Sinne keine große Rolle, aber nur, dass man es mal gehört hat. Ja, hier fließt ein Strom durch und der Strom macht um den Draht ringsrum, um den Leiter ringsrum ein Magnetfeld. Und zwar mit der rechten Handregel. So. Und das Magnetfeld ist natürlich auch hier bei dem zweiten Leiter sichtbar. Ja, und in dem zweiten Leiter, da fließt ja auch ein Strom durch. Strom sind Ladungsträger. Und wenn der Strom fließt, dann bewegen sich die Ladungsträger. Und wenn man Ladungsträger in Bewegung hat, in einem Magnetfeld, ja, was für von dem zweiten Leiter kommt, was passiert dann mit den Ladungsträgern? Die werden abgelenkt, da gibt es eine sogenannte Lorentzkraft. Und die Lorentzkraft macht, dass in dem Fall, kann man ja auch drüber nachdenken, also dass sich diese beiden Leiter auf jeden Fall anziehen. Ja? Also es gibt zwischen diesen beiden Leitern eine Kraft und wenn ich die jetzt einfach nur so hängen lassen würde und ich mache einen Strom an, der in beiden Leitern durch die gleiche Richtung fließt, dann ist das so ein bisschen, also dann gehen die eben zusammen. Ja? So ein bisschen wie wenn man unter der Dusche steht, sich duscht, da ist ein Duschvorhang und zieht so den Duschvorhang an. Das ist eine andere physikalische Kraft, aber gleicher Effekt irgendwie. Das zieht sich an. Ja? Das passiert ja auch mit den beiden Leitern. So, und diese Kraft sollen wir ausrechnen. Diese Kraft F sollen wir ausrechnen. So, wie machen wir das jetzt? Die Formel steht halt nicht dabei. Da steht eine Formel da. Wir nehmen einfach die Formel und setzen das da ein. So, und die Formel lautet? Genau. So, und jetzt, also wir könnten nachher mal noch kurz versuchen, irgendwie diese Formel herzuleiten oder darauf zu kommen, aber da stecken jetzt im Endeffekt genau diese Sachen gerade drin, die ich erzählt habe. Also, woher kennt man oder was macht jetzt hier im Prinzip dieses 2 mal Pi mal D? Woher kennt man diese Formel? Kreis, ja, und was ist das von einem Kreis? Der Umfang, genau. Ja. Und zwar, also jetzt ein bisschen verwirrend, weil das D ist jetzt nicht der Durchmesser von dem Kreis, sondern ist eigentlich der Radius von dem Kreis. Wenn ich jetzt um diesen ersten Leiter, ich versuche das hier mal so ein bisschen so zu skizzieren, ne, wenn ich jetzt um den herum einen Kreis zeichnen würde und der Radius von diesem Kreis ist eben D, dann ist die Länge dieser Strecke ist genau 2 mal Pi mal D. Ja? Und sozusagen Strom durch 2 mal Pi mal D kann ich hier noch eine andere Farbe benutzen. Also dass man mal so ein bisschen diese Formeln versteht. Strom durch 2 mal Pi mal D, das wäre genau das H und das, also das ist die magnetische Feldstärke. Ja, das wäre genau die magnetische Feldstärke, wie gesagt, rechte Handregel, die dreht sich hier so ringsrum. Das ist dann diese magnetische Feldstärke, die auf diesem Kreis wirkt. Ja, und die guckt sozusagen hier an der Stelle natürlich genau in die Tafelebene rein und hier an der Stelle kommt die aus der Tafelebene raus. So, na gut, dann können wir jetzt, ja, was würdet ihr jetzt als nächstes machen? Einfach einsetzen. Setzen wir diese ganzen Zahlenwerte da ein. Also 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7. So, als Einheiten schreibe ich ab Voltsekunden pro Ampermeter. Die Ampermeter schreibe ich natürlich hier unter dem Bruchstrich. Habe ich das μ0 abgeschrieben. Jetzt kommt der Strom I1, das sind 10 Kiloampere. Der Strom I2 sind nochmal 10 Kiloampere. Dann kommt die Länge, das sind 2,5 Meter. Und unter dem Bruchstrich habe ich noch 2 mal Pi mal D. Ja, und das D schreibe ich jetzt auch einfach mal ab als 10 Zentimeter. So, wie machen wir damit weiter?
Genau, also jetzt wäre ja der nächste Schritt, irgendwie diese Einheiten hier miteinander zu verheiraten. Was wollen wir hier ausrechnen? Eine Kraft, ja, Englisch Force, großes F. So, was sollte für diese Kraft im Idealfall für eine Einheit rauskommen, wenn wir tatsächlich eine Kraft ausrechnen? Hat vorhin, glaube ich, auch schon mal irgendwer gesagt. Was ist die Einheit von einer Kraft in der Physik? Newton, genau. Ja. Also da sollte Newton rauskommen. So, sehen wir hier Newton? Nee, noch nicht so richtig. So, dann müssen wir uns jetzt mal irgendwie hinarbeiten, dazu Newton zu kommen. So, und also das Einfachste oder also das Offensichtlichste, was man jetzt vielleicht erstmal machen kann, ist, also wir haben hier Meter und wir haben hier Zentimeter, die könnten wir schon mal gegeneinander kürzen, aber eben nicht Meter gegen Zentimeter, sondern wir müssten vielleicht die Zentimeter mal in Meter umrechnen. So, also streich mal die 10 Zentimeter weg, was kann ich stattdessen in Meter hinschreiben? 0,1, genau, so 0,1 Meter. So, dann könnte ich schon mal hier Meter gegen Meter wegstreichen. So, dann können wir weiter uns so vorarbeiten. Wir haben Pi und ein Pi, das wir wegstreichen können. Eine 2 und die 4 hier kann ich kürzen, dann bleibt aber trotzdem noch eine 2 über. Und wir könnten 1 Ampere gegen 1 Ampere hier kürzen. So, dann können wir vielleicht noch so ein bisschen gucken, was heißt Kilo? 1000, wenn ich das als 10er Potenz schreibe, 1000 als ist 10 hoch was? 10 hoch 3, genau. So, also statt Kilo und Kilo, na, habe ich 10 hoch 3 hier, 10 hoch 3 hier. Die kann ich auch wegstreichen oder zu einem zusammenfassen, da mache ich ein 10 hoch 6 draus. So, dann habe ich 10 hoch minus 7. Aus der 10 könnte ich natürlich noch sagen, das ist das gleiche wie 10 hoch 1. Ja? So, jetzt haben wir 10 hoch minus 7, 10 hoch 1, 10 hoch 1, 10 hoch 6. Was können wir damit Schönes machen? Also wir könnten das auch einfach in Taschenrechner eintippen, das würde auch gehen, aber wir können auch noch so kurz versuchen, unsere letzten drei Kopfrechenkapazitäten zu schulen. Also es gibt so ein Potenzgesetz, Potenzen werden multipliziert, indem man also wenn ich sowas habe, in einer anderen Farbe geschrieben, a hoch 2 mal a hoch 3, genau, ist a hoch 5, weil ich kann rechnen, a hoch 2 plus 3 ist a hoch 5. Ja. Potenzen werden multipliziert, indem man die Exponenten addiert. So, also wenn wir hier 10 hoch 1 haben, mal 10 hoch 1 sind das 10 hoch 2. Wenn wir nochmal mal 10 hoch 6 haben, sind das 10 hoch 8. Wenn wir 10 hoch 8 haben, mal 10 hoch minus 7, macht das 10 hoch 1. Also ich kann diese ganzen 10 hier alle wegstreichen und lasse eine 10 hoch 1 oder eine 10 einfach stehen. So. Ja, so, und jetzt können wir schon mal die restlichen Zahlen fast relativ einfach im Kopf zusammenrechnen. Also fangen wir vielleicht mal so hinten an. 2 mal 2,5 sind 5. 5 mal 10 sind 50. Und 50 durch 0,1. Wie oft passen 0,1 in 50 rein? Genau, also nee, ja, 10 mal, also es kommen 500 raus. Ne? Also ich kann ja, das ist ja hier wie, anstatt 0,1, ich schreibe mal 0,1 durch, anstatt 0,1 könnte ich auch schreiben ein Zehntel, ja, und
Man dividiert durch Brüche, indem man mit dem Reziproken multipliziert. Also anstatt den 1/10 hier unten könnte ich auch noch mal ein weiteres mal 10 hier oben hinschreiben. So, und dann haben wir also 2 mal 2,5 sind 5, mal 10 sind 50, mal nochmal 10 sind 500. Also da kommen, sollte als Zahlenwert, zumindest so wie wir jetzt erstmal die Einheiten haben, kommen da 500 raus. So, und jetzt sammle ich mal einfach die ganzen Einheiten, die noch übergeblieben sind, zusammen. Also wir haben offensichtlich hier noch eine Voltsekunde, wir haben ein Ampere und wir teilen durch Meter. Also wir haben eine Volt, Ampere, Sekunde durch Meter. So, wir wollen im Idealfall aber Newton daraus bekommen. Und nicht Volt, Ampere, Sekunden pro Meter. Also irgendwie müssen wir uns jetzt noch überlegen, wie wir das auf Newton bekommen. So, und jetzt kann man sich, ja, also jetzt kann man sich irgendwie so verschiedene Sachen überlegen. Was kennt man noch für Einheiten, die irgendwie mit Newton zusammenhängen oder die mit Volt mal Ampere zusammenhängen? Und ja, ich, also fällt euch irgendwas ein aus der Physik, wo irgendeine Formel, wo ansonsten die Kraft drin vorkommt? Oder, ja, also vielleicht ist es schlau, wenn wir uns von diesem Volt-Ampere irgendwie vorarbeiten. Also wenn wir, ich nehme mal eine Farbe, wenn wir U mal I rechnen, Spannung mal Strom, habt ihr vielleicht schon mal gemacht, irgendwie im Physikunterricht. Spannung mal Strom ergibt was? R. Sag mal. R. Nee, R ist, Widerstand ist U durch I. Also da kommt auch Strom und Spannung drin vor, aber als Division. Wir haben nicht Volt pro Ampere, sondern wir haben Volt mal Ampere. Wir müssen Strom mal Spannung rechnen. Ja, also muss man jetzt in dem Fall irgendwie wissen oder nachgucken oder sowas. Also da kommt P raus. Das ist P, genau, Power, Leistung, und die Einheit der Leistung ist Watt. Also wenn ich 1 Volt mal 1 Ampere rechne, dann kommt da 1 Watt raus. So. Also das heißt, ich könnte jetzt das Volt Ampere hier wegstreichen und könnte dafür 1 Watt hinschreiben. So, dann haben wir Watt Sekunden pro Meter. Ist immer noch kein Newton, aber vielleicht nähern wir uns der Sache so langsam. Ich nehme mal eine neue Farbe für eine neue Formel, die uns hoffentlich einfällt. Wie kann man, also jetzt haben wir uns ja irgendwie von Strom und Spannung, was da in der Formel drin vorkam, oder Volt und Ampere, haben wir uns zu Watt vorgearbeitet, zu Leistung. Wie kann man in der Physik oder in der Technik so ganz allgemein Leistung definieren? Was ist eine Leistung? Oder in was für anderen Einheiten könnte ich irgendwie in Watt schreiben? Also außer wieder in Volt mal Ampere, weil dann setzen wir wieder das ein, was wir gerade schon hatten. Das wird uns nicht so viel bringen. Aber was ist eine Leistung physikalisch gesehen? Okay, dann helfe ich euch mal auf die Sprünge. Also P, die Leistung, ist Arbeit pro Zeit oder Energie, die umgesetzt wird pro Zeit. Habt ihr solche Formel schon mal irgendwo gesehen? Ja, jetzt macht's Klick. So, und also das ist die Formel aufgeschrieben mit den physikalischen Größen. Jetzt ist die Frage, was stecken da für Einheiten dahinter?
Ja, also einheitenbetrachtungsmäßig, die Leistung hat wieder Watt. So, die Zeit hat was für eine Einheit als Grundeinheit? Sekunden. So, was ist die Einheit von der Arbeit oder von der Energie? Joule. So, ein Joule. Also ein Watt kann ich auch schreiben als Joule pro Sekunde. Ganz offensichtlich nach dieser Formel da. Also streiche ich mal das Watt hier weg und schreibe das Watt neu hin als Joule pro Sekunde. Und sieh da, jetzt kann ich irgendwie die Sekunden wegkürzen. Nicht schlecht. Ne? Die Einheit, die da steht, die wird jetzt immer einfacher. Jetzt haben wir nur noch Joule pro Meter. Ne? Vorher hatten wir mal Volt, Ampere, Sekunden pro Meter und wollten irgendwie auf Newton kommen. Jetzt haben wir nur noch Joule pro Meter, wollen aber immer noch auf Newton kommen. Also ganz am Ziel sind wir noch nicht. Aber wir haben jetzt, also ne, wir haben mal aus Strom und Spannung, aus Volt und Ampere haben wir Watt gemacht und aus Watt haben wir jetzt irgendwie Joule gemacht und dabei ist die Sekunde weggefallen. So, und jetzt ist die Frage, also von Leistung sind wir jetzt irgendwie zu Energie oder zu Arbeit übergegangen. Und wir wollen schlussendlich ja mal zu einer Kraft. So, wie hängen jetzt Arbeit und Kraft zusammen? Also ich habe ja hier zum Glück eine gefüllte Tasse mit Tee. Ich gieße mal nochmal nach, damit es ja ein bisschen schwerer wird. So, und auf diese Tasse Tee wirkt ja ganz offensichtlich eine Kraft, nämlich die Gewichtskraft nach unten. Ja? Und wenn ich jetzt diese Tasse hochhebe zu meinem Mund, auf Höhe des Mundes, um was zu trinken, dann verrichte ich an der Tasse Arbeit. So, die Frage ist, wie kann ich diese Arbeit ausrechnen? Und wenn ich die wieder runterlasse, verrichtet die Tasse eigentlich Arbeit an mir? Jetzt verrichte ich wieder Arbeit an der Tasse, jetzt verrichtet die Tasse Arbeit an mir. Ja, F mal M, aber M nicht, was meinst du mit M in dem Fall? Naja, also in der Kraft, das ist natürlich eine andere Kraft als die, die wir hier ausrechnen. Das ist die Kraft, die von dem Magnetfeld kommt. Die Kraft hier ist ja nicht die Kraft von dem Magnetfeld. Also die Kraft von meiner Teetasse ist, die ist M mal G, ja, Masse der Teetasse und gravitationskonstante Fallbeschleunigung von der Erde. Wenn die Tasse schwerer ist, hat die mehr Kraft. Wenn wir jetzt auf einem Planeten stünden, der mehr Gravitation hat, dann würde sich die Tasse auch schwerer anfühlen. So, aber das hilft uns jetzt hier noch nicht so wahnsinnig viel weiter, würde ich jetzt mal so behaupten. Aber also klar, die Masse steckt damit drin in der Kraft, aber die Masse und damit steckt sie natürlich auch in der Energie drin, aber eher indirekt. So, also wie komme ich von Kraft, die auf die Tasse wirkt, zu Arbeit, die ich an der Tasse verrichte, versus sozusagen oder potenzielle Energie, die die Tasse jetzt hat, auf Mundhöhe. Und das Problem ist, sie wird immer leichter jetzt. Ja. Brauchen wir gleich den Weg? Genau, wir brauchen den Weg. Ja? Also wenn wir eine Kraft nehmen, jetzt nehme ich hier die letzte Farbe und ich habe noch ein paar mehr Farben, sehe ich gerade. So, also wenn ich hier auf eine Energie kommen will, Energie ist Kraft mal Weg. Strecke, S. Also zumindest so lange, wie über die Strecke die Kraft irgendwie konstant bleibt. Ja, also eigentlich ist die Energie ein Wegintegral über die Kraft. Eigentlich müsste man das jetzt integrieren und eigentlich müsste, ne, das hier wäre eigentlich auch eine Ableitung der Arbeit nach der Zeit und sowas. Aber wir können das hier alles total einfach machen und können sagen, okay, also Energie ist Kraft mal Weg. So, wenn ich das jetzt mit Einheiten aufschreibe, Energie hatten wir ja gerade, hatte die Einheit Joule?
So, die Kraft hat die Einheit Newton, da wollen wir ja hin. Und der Weg hat die Einheit Meter. So, also anstatt einem Joule kann ich auch schreiben, ein Joule ist ein Newtonmeter. Also streiche ich das Joule hier weg und schreibe für das Joule hin ein Newtonmeter. Und dann kurz das Meter mit dem Meter und juhu, wir haben einen Newton da zu stehen. Ja, wir haben jetzt eine Kraft ausgerechnet in Newton. Und zwar 500. So, da können wir jetzt erstmal irgendwie ziemlich happy sein, dass wir das geschafft haben. Und jetzt, ja, jetzt kann man an der Aufgabe irgendwie so ein paar Sachen diskutieren. Die erste Sache, die ich gerne nochmal irgendwie diskutieren will, habe ich bei anderen Aufgaben auch schon darauf hingewiesen, also es ist total schlau, mit den Einheiten zu rechnen. Ja? Es ist total schlau, nicht nur hier irgendwie Zahlen hinzuschreiben, die Zahlen miteinander zu verrechnen, am Ende auf ein Ergebnis zu kommen und zu hoffen, dass das schon die Einheit Newton haben wird und irgendwie Newton hinterzuklatschen. Kann funktionieren, muss aber nicht. Ja? Also es ist viel schlauer, Zahlen und Einheiten hinzuschreiben, diese ganzen Einheiten, auch wenn das hier jetzt praktisch einen Großteil der Aufgabe einnimmt. Ja, das ist auch tatsächlich die Aufgabe. Ich meine, jeder Depp kann in diese Formel irgendwie Zahlenwerte einsetzen, einen Taschenrechner durchtippen, da kommt irgendein Ergebnis bei raus. Also natürlich ist genau das, was wir uns jetzt hier überlegt haben, die Schwierigkeit der Aufgabe, auf die richtigen Einheiten zu kommen. So, und wenn man mit dem Ergebnis auf die richtige Einheit kommt, ist das kein stringenter Beweis dafür, dass man richtig gerechnet hat, aber es ist zumindest schon mal ein ganz gutes Indiz dafür, dass man richtig gerechnet haben könnte. Ja? Und sagen wir mal so, aus der Erfahrung, vom Gefühl her, in 95% der Fälle passt das auch, wenn da das richtige Ergebnis bei rauskommt. Ja, vielleicht hat man sich mal irgendwie mit einem Vorzeichen vertan oder eine Zehnerpotenz oder sowas, aber so. Wenn ich das jetzt aber so mit den Einheiten rechne und da kommt am Ende nicht die richtige Einheit mehr raus, dann kann ich mir aber auch hundertprozentig falsch, sicher sein, dass ich falsch gerechnet habe. Ja? So, also immer richtig mit Einheiten rechnen. So, wer nutzt mal ganz gern ChatGPT, um solche Aufgaben zu rechnen? Ich auch ab und zu mal. So, also wenn man das mal macht, stellt man fest, ChatGPT ist auch nicht so wahnsinnig stark in Einheitenrechnung. Ja, also das macht das meistens auch so, dass es sagt, ja, die Formel ist so und so, das passt auch meistens, dann setzt das irgendwie Zahlenwerte ein, rechnet irgendwas und am Ende, also das macht das alles ohne Zahlenwerte, ohne Einheiten, nur Zahlenwerte, am Ende kommt ein Zahlenwert raus und dann schreibt es wieder die Einheit hinter. So, und solange das stimmt, ist das ja vielleicht irgendwie okay. Nee, so richtig okay ist es nicht. Weil wenn ich das alles ohne Einheiten schreibe und hier steht auf einmal wieder Einheit da, dann stimmt dieses Gleichheitszeichen einfach nicht. Ja, also eine Zahl ist eben nicht das gleiche wie eine Zahl mit einer Einheit. Und wenn ich ein Gleichheitszeichen hinschreibe, dann muss schon hier Einheit, Zahl und Einheit, hier Zahl und Einheit stehen. Wir haben jetzt auch einen neuen Studiengang, einen englischsprachigen Bachelorstudiengang Engineering Science mit einer englischsprachigen Grundlagen Elektrotechnik-Lehrveranstaltung, für die ich auch englischsprachige Fachbücher recherchiert habe. Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach, mal ein vernünftiges englischsprachiges Buch zu finden, wo auf die Art und Weise gerechnet wird. Also man findet ganz viele Bücher, insbesondere so aus dem angloamerikanischen Sprachraum, die sozusagen das, also da hat das ja ChatGPT her, ja, da hat es das gelernt und gelesen, also die eben auch ohne Einheiten rechnen und nur Zahlenwerte aufschreiben, am Ende kommt eine Einheit hinter. Ja, das ist falsch. Also rechnet bitte mit Einheiten. Wir wollen auch diese Einheitenrechnung sehen. Ja, dass man über die Einheiten nachdenkt, dass am Ende die richtige Einheit bei rauskommt. So. Ja, gibt es bis dahin erstmal Fragen? Was man sich jetzt noch an der Aufgabe, ihr könnt ja noch nebenbei über Fragen nachdenken, ja, was man ansonsten bei so Aufgaben dieser Art und Weise sich auch immer mal so denken und überlegen kann, also ja, bevor man jetzt irgendwas rechnet, aber bei der Aufgabe ist das eben extrem schwierig, sich mal zu überlegen, naja, was so aus dem Gefühl, aus dem Bauch heraus, was sollte denn für ein Ergebnis rauskommen? Aber naja, für Drähte, die durch Strom durchflossen sind und einen bestimmten Abstand und so, hat man irgendwie einfach kein Gefühl. Also wenn man jetzt mich fragen würde, ja, also
würde ich jetzt auch nicht, wahrscheinlich nicht 500 Newton raten. Ja? So, jetzt können wir trotzdem mal sagen, also was kann man sich unter einer Kraft von 500 Newton vorstellen? Jetzt können wir wieder hier auf die Formel gucken, die wir gerade schon mal aufgeschrieben haben. Also hier steht jetzt 500 Newton. G ist wie groß? 10, ungefähr 10 Meter pro Sekunde zum Quadrat. Also exakt 9, also was heißt exakt? Je nachdem, wo man auf der Erde steht und wie hoch und wie tief und so. Aber ungefähr 10. So, also wenn hier 10 steht und hier soll 500 rauskommen, dann muss hier was stehen? 50. Ja, so, und das wäre ja die Masse in Kilogramm. Also 500 Newton ist die Kraft, die wirkt auf etwas, was 50 Kilogramm wiegt. So, dieser Stuhl hier wiegt keine 50 Kilogramm, der wiegt vielleicht 10 oder sowas. Ja, deswegen schaffe ich es ja auch noch, den hochzuheben. Ja, wenn ich jetzt das Pult da hochhebe, dann sind das vielleicht 50 Kilogramm. Oder den Tisch hier mit dem Overhead-Projektor oder sowas. Ja, so, also die Kraft, die man benötigt, um den Tisch mit dem Overhead-Projektor hochzuheben, das ist jetzt die Kraft, die wirkt zwischen diesen beiden Leitungen, weil die von dem Strom durchflossen sind beide. Ja? Und das ist schon ganz ordentlich. Ja, das ist schon ganz ordentlich, aber das ist ja auch ein ganz ordentlicher Strom. Das muss man auch irgendwie mit dazu sagen. Ja? Aber also Ströme machen Magnetfelder und Magnetfelder machen eben Kräfte auf andere Ströme. Und ich meine, das ist genau das Prinzip, was man dann auch benutzt, um einen Elektromotor zu bauen, ja, oder um eben irgendwie was anzutreiben. So, sind euch Fragen eingefallen zwischendurch, die noch dringend klärungsbedürftig sind? Was man sich jetzt noch überlegen könnte, ist, in welche Richtung wirkt diese Kraft? Also ziehen sich die beiden Leiter an oder stoßen sich die beiden Leiter ab? So, und jetzt nehme ich die Verrenkung los mit der rechten Handregel. Jetzt bräuchte man eigentlich nochmal eine Formel, ja, wo das hier herkommt. Und ich habe die Formel auch immer nicht, doch ich glaube, ich habe sie einigermaßen gut im Kopf. Also die Formel für die, das, wie gesagt, das ist die sogenannte Lorentzkraft. Und die sollte sich ungefähr berechnen aus Q mal und dann in Klammern V Kreuz B. Und zwar das als Vektor. Ich hoffe mal, dass ich jetzt die, also da sind auf jeden Fall diese Größen drin. Ich denke mal auch, dass ich die Reihenfolge richtig habe. Was kann man sich immer manchmal schwer merken. So, und jetzt können wir uns also überlegen, dieses B hier ist sowas wie die magnetische Feldstärke. Das ist nicht die magnetische, das ist die magnetische Flussdichte, aber die ergibt sich aus dieser magnetischen Feldstärke. Und zwar, das B ergibt sich aus μ mal H. Ja, und H ist eigentlich auch ein Vektor. So, und das H haben wir ja oben schon relativ smart aufgeschrieben. Das H ist einfach der Strom durch die Länge dieser Feldlinie. Ja, und die Länge dieser Feldlinie ist eben der Umfang von diesem Kreis. So. Also wenn wir für B μ mal H einsetzen oder μ0 mal H und für H setzen wir das ein, dann haben wir schon mal das μ0 hier mit dazu. Ja? So, und tja, was steht jetzt hier noch in der Gleichung drin? V ist was in der Physik? Geschwindigkeit, genau. Das ist die Geschwindigkeit, mit der sich der Strom hier bewegt. Und Q ist die Ladung. So, und tja, jetzt müssen wir noch irgendwie gucken, also ne, Geschwindigkeit wäre sowas wie Strecke pro Zeit. Also die Ladung legt eine bestimmte Strecke zurück pro Zeit. Ich schreibe mal vielleicht hin Delta S durch Delta T. Ne, dann macht das so ein bisschen schöner.
So, und die Ladung ergibt sich aus Strom mal Zeit. Ja, wenn ein Strom fließt für eine bestimmte Zeit, dann kriege ich eine Ladung. So wie wenn, kann man sich so vorstellen, ich habe so einen Wassereimer, jetzt drehe ich einen Wasserhahn auf, lasse den Wasserhahn, nur das ist der Strom, den lasse ich für eine bestimmte Zeit laufen, dann sammle ich eben Ladung in dem Eimer an. Wasserhöhe in dem Eimer. Ja? So, und also wenn wir jetzt das Q hier einsetzen, dann sehen wir, wir kriegen I. Das Delta T kürzt sich mit dem Delta T und es bleibt ein Delta S über, sozusagen eine Länge der Strecke. Und das ist genau die Länge von unserem Leiter, die uns da fehlt. Also wenn wir das alles einsetzen in diese Formel hier, kommt genau diese Formel da oben raus, zumindest von der Größe her. So, und was hier unten jetzt eben noch drin steckt, ist, was soll dieses X hier bedeuten? Genau, also Multiplikation von diesen zwei Vektoren, und Multiplikation von Vektoren kann man ja auf zwei unterschiedliche Art und Weisen machen. Man kann ein Skalarprodukt ausrechnen, das hätte aber so einen Punkt, und man kann ein Kreuzprodukt ausrechnen, das hat eben dieses Kreuz. Skalarprodukt heißt auch inneres Produkt, Kreuzprodukt heißt äußeres Produkt. So, ein Kreuzprodukt macht eben, dass das Ergebnis von dieser Multiplikation wieder ein Vektor ist. Ja, wenn ich zwei Vektoren skalar multipliziere, kommt ein Skalar raus, kommt eine Zahl raus. Und wenn ich ein Vektorprodukt ausrechne, kommt da ein neuer Vektor raus. So, und jetzt ist die Frage, welche Richtung hat dieser neue Vektor? Jetzt muss man sich sozusagen an seine Schulzeit, wann haben wir mal Vektorrechnung gemacht, wie ging das jetzt nochmal mit dem Vektorprodukt und so. Und also die Regel, die ich mir gut merken kann, und das sozusagen, also ihr kennt so diese Regel mit rechter Handregel und das ist das und der Finger ist das und dann muss man irgendwie so und so und dann bricht man sich fast die Hand ab. Also die Regel, die ich mir merken kann, ist, wenn man diesen Vektor, wenn man den ersten Vektor mit der rechten Hand auf dem kürzesten Weg in Richtung des zweiten Vektors dreht, dann zeigt der Daumen in Richtung des Ergebnisses. Ja? So, und jetzt können wir gucken. Also, unsere Geschwindigkeit zeigt nach oben. Und das B guckt aus der Tafel raus, haben wir gesagt. Ne? Also hier erstmal, der zweite Strom fließt, macht mit der rechten Handregel ein Magnetfeld. Das Magnetfeld guckt hier aus der Tafelebene raus. Das H ist dann richtungsmäßig genau das gleiche wie das B hier. Und die Geschwindigkeit zeigt nach oben. So, also Geschwindigkeit zeigt nach oben, B guckt aus der Tafelebene raus. Und jetzt habe ich gesagt, wenn ich den ersten Vektor auf kürzesten Weg auf den zweiten drehe, dann zeigt der Daumen in Richtung des Ergebnisses. Also erster Vektor zeigt nach oben, zweiter Vektor zeigt aus der Tafelebene raus. Die kürzeste Drehung wäre diese Drehung. Und dann zeigt das Ergebnis, nämlich unsere Kraft, da muss auch ein Vektorfall drüber, ja, die Kraft zeigt in die Richtung. Und das heißt, die Dinger ziehen sich an. Die beiden Drähte ziehen sich an. Das ist so das, was die hier machen. So, und in der ersten Veranstaltungswoche geht es jetzt eigentlich nur darum, hier mit den Einheiten irgendwie so ein bisschen rumzurechnen. Ja, wenn man aber schon mal dabei ist, kann man natürlich mal ein bisschen ausholen und kann sich überlegen, das ist so eher Teil der Aufgabe, das ist jetzt hier nice to know, nice to have, aber kann man ja mal drüber nachdenken. Schadet ja nicht. Und das wird, also mit sowas hier in der Art und Weise, werdet ihr euch noch intensiv in Grundlagen Elektrotechnik 3, würde ich vermuten, beschäftigen, wo es so um Felder geht. Ja, und da macht man das und dann noch ein bisschen mehr und ein bisschen komplizierter. So, gibt es ansonsten noch weitere Ideen, Kommentare, Hinweise, tiefschürfende Fragen zu dieser Aufgabe? Dann können wir die damit sicherlich auch ganz gut abschließen.